Die Welt konzentriert sich auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die erneute Sorge Europas vor einem Krieg direkt vor seiner Haustür. So viele schenken dem bedrängten Staat Israel im Nahen Osten keine Aufmerksamkeit. Doch Israel steht im Zentrum der Endzeitprophezeiungen und die Ereignisse, die sich jetzt in Europa abzeichnen, legen den Grundstein für die Erfüllung dieser Prophezeiungen. Meine Freunde, Sie müssen die Zukunft des Nahen Ostens und der Welt kennen. Wie unsere regelmäßigen Zuschauer wissen, wird Jerusalem die Hauptstadt der Welt werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber was wird bis dahin geschehen? Gott nennt Jerusalems geistlichen Zustand am Ende der Welt in Offenbarung 11, Vers 8, Sodom und Ägypten. Wegen seiner Sünden wird Jerusalem 42 Monate oder 3,5 Jahre lang von einer fremden Macht zertreten werden, wie es in Offenbarung 11, Vers 2 heißt. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Das ist nur eines der Zeichen, die in ihrer Bibel für den Nahen Osten prophezeit werden. Werden Sie auf die Zukunft vorbereitet sein? Folgen Sie uns in der heutigen Sendung. 5 Prophezeiungen für den Nahen Osten. Herzliche Grüße an alle unsere Freunde in aller Welt. Meine Freunde, wir leben in einem gefährlichen Atomzeitalter. Russland hat bei seinem Angriff auf die Ukraine mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Indien, Pakistan und Israel besitzen alle Atomwaffen und der Iran produziert nahezu waffenfähiges Uran. Das Bulletin of Atomic Scientists hat im vergangenen Jahr die Zeiger seiner Weltuntergangsuhr weiter nach vorne gestellt und Alarm geschlagen wegen einer noch nie dagewesenen weltweiten Gefahr. Sie erklärten, dass die Uhr am 24. Januar 2023 90 Sekunden vor Mitternacht stand und damit so nah an einer globalen Katastrophe ist wie nie zuvor. Tatsächlich hat die Weltuntergangsuhr im vergangenen Januar erneut bestätigt, dass sie 90 Sekunden vor Mitternacht steht und damit dem totalen Kosmozid so nahe ist wie nie zuvor. Deutschland, das nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen hatte, seine Streitkräfte auf ein Minimum zu beschränken, hat auf den Krieg in der Ukraine mit einer beispiellosen Aufstockung seines Militärbudgets reagiert, das 2023 auf mehr als 50 Milliarden Euro anstieg. Beobachter sprechen von der größten Aufrüstungsoffensive seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, da Deutschland beschlossen hat, neue Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Panzer, Schiffe und Munition zu beschaffen. Und wie mehr als ein Beobachter festgestellt hat, ich zitiere, ist all dies erst der Anfang. Ende des Zitats. Ein wieder aufgerüstetes Deutschland ist jetzt mehr denn je in der Lage, ein wichtiger militärischer Akteur auf der Weltbühne zu werden. Allein oder mit NATO-Verbündeten. Ihre Bibel warnt vor einem großen Krieg außerhalb von Europa. Sie haben vom biblischen Höhepunkt des Endzeitkriegs gehört, der oft als Harmagedon bezeichnet wird. Der größte Prophet, der je gelebt hat, hat uns alle im 24. Kapitel von Matthäus gewarnt. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wie wird Europa in diesen Krieg verwickelt sein? Meine Freunde, Sie müssen auf die Zukunft vorbereitet sein. In der heutigen Sendung werden wir 5 Prophezeiungen besprechen, auf die wir im Nahen Osten achten sollten. Die geopolitischen Bedingungen ändern sich ständig, da die Weltmächte nach neuen Allianzen und militärischen Vorteilen streben. Aber es gibt eine uralte Quelle, die uns helfen kann, den Sinn des Ganzen zu verstehen, wenn wir wissen, worauf wir achten müssen. Die Bibel ist ein Buch der Prophezeiung und sie enthält viele Hinweise auf das, was kommen wird, vor allem in Bezug auf den Nahen Osten, die wichtigste Region der Endzeitprophezeiung. Unsere erste Prophezeiung für den Nahen Osten betrifft Militärbündnisse, die sich östlich des Euphrat bilden. Schlagen Sie in Ihrer Bibel Offenbarung 9, Vers 13 auf. Und der sechste Engel blies seine Posaune. Und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte. Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war 20.000 mal 10.000. Ich hörte ihre Zahl. Hier wird ein weiterer Weltkrieg beschrieben und diese Phase des Dritten Weltkriegs wird nicht nur Millionen, sondern sogar Milliarden von Menschen töten.
Jesus Christus sagte, dass, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, kein Fleisch gerettet werden würde. Alles Leben auf der Erde würde vernichtet werden. Das steht in Matthäus 24, Verse 21 und 22. Welche Nationen liegen nun östlich des Euphrat? Schauen Sie auf eine beliebige Karte und Sie werden sehen, dass zu diesen Nationen östlich des Euphrat der Iran, Indien, China und Russland gehören. Eine Armee von 200 Millionen wird sich in diesem Gebiet formieren und zum Euphrat marschieren. Prophezeiung Nummer 1 für den Nahen Osten ist die Bildung von Militärbündnissen östlich des Euphrat. Unsere zweite Prophezeiung besagt, dass die Einigkeit unter Israels traditionellen langjährigen Feinden stark zunehmen wird. Einige von Ihnen, die schon etwas älter sind, erinnern sich vielleicht noch an den Sechstagekrieg im Juni 1967. Israel kämpfte gegen die vereinigten Streitkräfte von Ägypten, Syrien und Jordanien. Israel eroberte die Sinai-Halbinsel, die Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem. Nun hatte Israel Zugang zu den heiligen Städten, einschließlich der Westmauer oder Klagemauer auf dem Tempelberg. 6 Jahre später, im Yom Kippur-Krieg, schlug Israel die Invasionen Ägyptens und Syriens zurück. Israel, Ägypten und Jordanien einigten sich später auf einen Waffenstillstand der Vereinten Nationen. Im Jahr 1978 unterzeichneten Israel und Ägypten das Abkommen von Camp David, mit dem der größte Teil der eroberten Sinai-Halbinsel mit Ausnahme des Gazastreifens an Ägypten zurückgegeben wurde. 1980 annektierte Israel Ostjerusalem und erklärte die Vereinigte Stadt gegen die Proteste der arabischen Kräfte und ihrer Verbündeten zum Teil Israels. Nach anhaltenden Gewalttätigkeiten, die als erste Intifada bekannt wurden, stellte Israel im Dezember 1994 große Teile des Westjordanlands unter die Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde. Die Grenzen Israels sind seither unverändert geblieben, doch die Gewalt geht weiter. Die Palästinenser, die im Gazastreifen und im Westjordanland leben, unterliegen strengen Einschränkungen bei der Ein- und Ausreise nach Israel, was international für Empörung sorgt. Welchen Feinden wird Israel angesichts des internationalen Widerstands in Zukunft gegenüberstehen? Hören Sie sich die Beschreibung der historischen und prophetischen Allianz an. Schlagen Sie in Ihrer Bibel Psalm 83, Vers 1 auf. Gott, schweige doch nicht. Gott, bleib nicht so still und ruhig. Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan, sprechen sie. Lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einmütig beraten und haben einen Bund wider dich gemacht, die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyrus. Auch Assur hat sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lot. Sela. Das ist nicht nur eine alte Prophezeiung. Schauen wir uns noch einmal Psalm 83 als Prophezeiung für die Endzeit an. Haben wir in unserer Zeit gesehen, welche arabischen Nationen heute entschlossen sind, die kleine Nation Israel zu zerstören? Hören Sie sich das an. Auf Seite 13 der Broschüre, die wir Ihnen heute anbieten. Der Nahe Osten in der Prophezeiung. Welche Nationen haben sich immer wieder der Zerstörung des Namens Israel verschrieben? Im Juli 1968 unterzeichneten palästinensische Führer die Palästinensische Nationalcharta, die zur Zerstörung des Staates Israel aufrief. Wie Psalm 83 andeutet, wird Assyrien, das in der heutigen Zeit als Deutschland identifiziert wird, Unterstützung von einem Bund arabischer Nationen erhalten. Sehen Sie auf einer Landkarte in Ihrer Bibel nach, wo sich die Länder Moab, Ammon und Edom im Altertum befanden, welche in Psalm 83 erwähnt sind, Nationen, die auch in Daniels Prophezeiungen für die Endzeit erwähnt sind. Es sind die muslimischen Völker des Nahen Ostens. Wie regelmäßige Zuschauer dieser Sendung wissen, sind biblische Prophezeiungen oft von dualer Bedeutung. Und hier im 83. Psalm werden die Feinde Israels in der Endzeit detailliert aufgelistet. Achten Sie darauf, dass diese Nationen ihre Streitigkeiten untereinander überwinden und sich stärker als je zuvor gegen Israel vereinen werden. Unsere zweite Prophezeiung ist eine stark zunehmende Einigkeit unter Israels traditionellen langjährigen Feinden. Unsere dritte Prophezeiung für den Nahen Osten betrifft die internationalen Versuche, Jerusalem zu kontrollieren. Die biblische Prophezeiung zeigt, dass Jerusalem ein Brennpunkt großer internationaler Konflikte sein wird. Jerusalem wird von 3 der großen Weltreligionen als heilig angesehen. Die Juden verehren Jerusalem heute als Stadt der großen Propheten und als Hauptstadt des Königreichs Israel und Juda unter König David und seinem Sohn, König Salomo.
Der erste und zweite Tempel waren bis zur Zerstörung der Stadt durch die Römer im Jahr 70 nach Christus das Zentrum der Anbetung. Jerusalem ist auch die drittheiligste Stadt des Islam nach Mekka und Medina. Heute dominiert die islamische Omar-Moschee oder der Felsendom den Tempelberg. Die arabische Bezeichnung für den heiligen Ort lautet Al-Haram al-Sharif, was so viel bedeutet wie das edle Heiligtum. Es wird angenommen, dass der Prophet Muhammad von diesem Ort aus in den Himmel aufgestiegen ist. Christen verehren die Stadt als den Ort, an dem ihr Erlöser gekreuzigt wurde und wo er im Tempel lehrte. Die Christen glauben, dass Jesus zurückkehren wird, um sein Reich mit Jerusalem als Welthauptstadt zu errichten. Viele in der internationalen Gemeinschaft sind sehr besorgt über den Status von Jerusalem als Israels Hauptstadt. Der römisch-katholische Papst Franziskus erklärte im Juli 2018, dass nur eine Verhandlungslösung zwischen Israelis und Palästinensern, die von der Gemeinschaft der Nationen nachdrücklich gewünscht und befürwortet wird, zu einem stabilen und dauerhaften Frieden führen und die Koexistenz von zwei Staaten für zwei Völker gewährleisten kann. Ja, Jerusalem wird bald nicht mehr von Israel, sondern von anderen Mächten kontrolliert werden. Schlagen Sie in Ihrer Bibel die Offenbarung Kapitel 11 auf. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich. Und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Dieser Zeitraum von 3,5 Jahren geht der Wiederkunft Christi voraus. Wie wir bereits in früheren Sendungen erwähnt haben, werden zwei Propheten Gottes während dieses Zeitraums von 3,5 Jahren mit großer Macht Zeugnis ablegen. Sie können darüber in Vers 3 bis Vers 15 von Offenbarung 11 lesen. Gott der Allmächtige sagt in Vers 3, und ich will meine zwei Zeugen bestimmen, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. 3,5 Jahre lang werden diese beiden Zeugen mit einer heidnischen Macht kämpfen, die zu dieser Zeit den Nahen Osten beherrschen wird. Dies wird eine Zeit großer Bedrängnis für die ganze Welt sein, besonders für die wahren Christen. Milliarden von Menschen werden getötet werden. Viele, die in dieser Zeit Christus annehmen, werden schrecklich verfolgt werden und sogar den Märtyrertod erleiden. Unsere dritte Prophezeiung für den Nahen Osten betrifft internationale Versuche, Jerusalem zu kontrollieren. Unsere vierte Prophezeiung, auf die wir achten müssen, ist die Wiedereinführung von Tieropfern in Jerusalem. Schlagen Sie in Ihrer Bibel das 11. Kapitel von Daniel auf. Historisch gesehen erließ der griechische Herrscher Antiochos Epiphanes 167 vor Christus ein Dekret, das weitere Opfer im Jerusalemer Tempel verbot. Daniel 11, Vers 31. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen, und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Antiochos beendete nicht nur die täglichen Opfer, sondern errichtete auch eine Statue des Jupiter Olympus im Tempel und wies alle an, sie zu verehren. Dieser Gräuel, auf den auch in Kapitel 8 von Daniel Bezug genommen wird, ist ein Typus für ein ähnliches Endzeitereignis. Beachten Sie auch, dass die Endzeitopfer 1290 Tage vor der Wiederkunft Christi abgeschafft werden. Daniel 12, Vers 11. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Jesus sagte uns, wir sollten auf diese Schlüsselprophezeiung achten, die sich im Nahen Osten ereignen wird. Er sagte in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Alsdann fliehe auf die Berge. Der Apostel Paulus warnte vor einem großen falschen Propheten, der an heiliger Stätte stehen wird. Lesen wir das im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. In Vers 3 schrieb der Apostel Paulus, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Dieser falsche Prophet der Endzeit wird dafür sorgen, dass die Opfer aufhören. Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass die Juden seit 70 nach Christus
als die Römer den zweiten Tempel in Jerusalem zerstörten, keine Tieropfer mehr dargebracht haben. Damit die Opfer in der Endzeit irgendwann aufhören, müssen sie erst beginnen. Einige glauben, dass der Tempel erst wieder aufgebaut werden muss, um Tieropfer durchführen zu können. Viele Juden glauben, dass nur der Messias in der Lage sein wird, den Tempel wieder zu errichten. Einige jüdische Gruppen hoffen jedoch, dass das heutige jüdische Volk selbst die Initiative ergreift. Sie glauben, dass es keinen Frieden im Nahen Osten geben kann, solange der Tempel nicht wieder aufgebaut ist. Rabbi Chaim Rickman, internationaler Direktor des Temple Institute, sagte, es sei an der Zeit, mit den Füßen abzustimmen und der Welt eine klare Botschaft zu übermitteln, dass wir wirklich glauben, dass der Tempelberg uns gehört und dass wir wirklich hoffen und beten, dass mit dem Wiederaufbau des dritten Tempels eine Zeit des unvergleichlichen Weltfriedens und der Harmonie beginnt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nur ein Altar für Opfer benötigt wird, nicht unbedingt ein kompletter Tempelbau. Lesen Sie einfach das dritte Kapitel von Esra. Die aus Babylon zurückgekehrten Exilanten hatten nur eine heilige Stätte, aber keinen Tempel. Esra bezeichnet den Ort der heiligen Stätte als das Haus Gottes. Als der Tempel noch nicht gebaut war, Esra 3 und Vers 8. Im zweiten Jahr, nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, das war um 536 vor Christus, gab es noch keinen Bau. Die zurückgekehrten jüdischen Exilanten nannten den heiligen Ort das Haus Gottes, obwohl es noch keinen Tempel gab. Die heiligste Stätte, die heute unter der Kontrolle der jüdischen Religionsbehörden steht, ist die Westmauer oder die Klagemauer. Sie ist die westliche Stützmauer zum Tempelberg. Juden dürfen auf dem Tempelberg keine öffentlichen Gottesdienste abhalten, nur Muslime. Es bleibt also abzuwarten, wo und wann die Juden mit dem Opfern beginnen werden. Beachten Sie, wenn in Jerusalem wieder Tieropfer dargebracht werden, wissen Sie, dass die Prophezeiungen, von denen Jesus sprach, auf einen großen Höhepunkt zusteuern. Die vierte Prophezeiung, auf die Sie achten sollten, ist die Wiedereinführung von Tieropfern in Jerusalem. Die fünfte Prophezeiung, auf die Sie achten sollten, ist, dass sich eine vereinigte Supermacht Europa gegen Israel wendet. Die Europäische Union hat ihren Hauptsitz in Brüssel, Belgien. Sie entwickelt sich zu einer politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einheit, genau wie der König des Nordens, der in ihrer Bibel prophezeit wird. Wird sie die prophezeite Supermacht werden? Die EU beginnt, sich als eine von den Vereinigten Staaten unabhängige Militärmacht zu behaupten. Die kommende Macht des Tieres, die in der Offenbarung prophezeit wird, wird große militärische Macht ausüben. Offenbarung, das 13. Kapitel. Und er trat an den Strand des Meeres. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Meine Freunde, wir müssen das militärische Wiedererstarken Deutschlands zusammen mit den anderen Prophezeiungen beobachten. Da wir uns der großen Trübsal nähern, weist uns die Bibel an, wichtige Entwicklungen rund um Jerusalem zu beobachten. Lukas 21, Vers 19. Seid standhaft, und ihr werdet euer Leben gewinnen. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. In Offenbarung 11, Vers 2 heißt es, dass Jerusalem 42 Monate lang, also etwa 3,5 Jahre, von den Heiden zertreten werden wird. Am Ende dieser Zeit, am Tag des Herrn, werden sich die Armeen Europas und Asiens vereinigen, um den großen Höhepunkt des Dritten Weltkriegs herbeizuführen, der als Harmagedon bezeichnet wird. Ja, wir müssen auf Entwicklungen achten, die zu einer Invasion des Nahen Ostens durch den mächtigen Militärkönig des Nordens führen, wie es in Daniel 11, Verse 40 und 41 heißt. Meine Freunde, wir nähern uns der Zeit des Endes. In der heutigen Sendung haben wir 5 Prophezeiungen für diese Endzeit skizziert. Militärische Allianzen, die sich östlich des Euphrat bilden, stark zunehmende Einigkeit unter Israels traditionellen langjährigen Feinden, internationale Versuche, Jerusalem zu kontrollieren, Wiedereinführung von Tieropfern in Jerusalem
und ein als Supermacht vereintes Europa, das sich gegen Israel wendet. Meine Freunde, wir nähern uns der Zeit des Endes. Im Buch Daniel wird in den Kapiteln 11 und 12 viermal die Zeit des Endes betont. Er nennt sogar einen wichtigen Zeitraum für die große Auferstehung. Wir haben uns auf das Gräuelbild der Verwüstung konzentriert, das noch nicht eingetreten ist und vielleicht schon bald zu ihren Lebzeiten geschehen wird. Beachten Sie Daniel 12 in Vers 11. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Die 1290 Tage enden mit der Auferstehung Daniels und aller treuen Christen. Daniel wird in Kapitel 12 in Vers 13 gesagt: Du aber, Daniel, geh dem Ende entgegen und ruhe, bis du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ja, Daniel wird am Ende der Tage zu seinem Erbe auferstehen, und zwar beim Ertönen der siebten Posaune in Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, das ist die letzte Posaune, die im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 52 verkündet wird und die große Auferstehung der treuen Christen beschreibt. Meine Freunde, wir müssen geistlich wach und wachsam sein. Wir müssen auf das zweite Kommen vorbereitet sein. Christus wird König über die ganze Erde sein und von der neuen Welthauptstadt Jerusalem aus regieren. Beachten Sie das in Sacharja 14 und Vers 8. Und an jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Gott sei Dank kommt sein Reich bald. Lassen Sie uns alle von ganzem Herzen beten: Dein Reich komme. Danke, dass Sie sich das angesehen haben. Wir hier bei der Welt von Morgen machen diese Videos, um Ihnen zu helfen, Ihre Welt durch die Seiten der Bibel zu verstehen. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, liken Sie es bitte, teilen Sie es und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie kein weiteres Video verpassen. Und wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie unsere kostenlose Broschüre »Der Nahe Osten in der Prophezeiung« anfordern. Klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung oder bestellen Sie online unter weltvonmorgen.org. Bis zum nächsten Mal.